Herzlich willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute möchte ich Ihnen eine Hi-Fi-Anlage vorstellen, die außergewöhnlich gut klingt und preislich zwischen 10.000 und 15.000 Euro kostet, wenn Sie alle Geräte gemeinsam betrachten. Damit meine ich Lautsprecher, Verstärker und Plattenspieler. Ich möchte Ihnen zunächst vorstellen, welche einzelnen Teile ich hier zusammengestellt habe, und in einem weiteren Teil werde ich Ihnen beschreiben, wie ich dazu gekommen bin. Beginnen wir mit den Lautsprechern. Das sind PROAC D2R, kompakte Hochleistungslautsprecher aus England. Sie sehen hier mal die Lautsprecher ohne die Frontbespannung, damit Sie ein bisschen verstehen, was hier an Technik zu sehen ist. Und Sie haben einen Bändchenhochtöner, einen ganz raffinierten Mitteltieftöner mit einer speziellen Kalotte, und hier unten sehen Sie die Bassreflexöffnung. Das Ganze eingebaut in ein schönes, gut verarbeitetes Gehäuse mit einem sehr eleganten Holzfurnier. Der Lautsprecher steht auf Lautsprecherständern von Solid Steel, den Typen SS5 oder SS6, je nachdem, wie hoch Sie die stellen möchten. Der Lautsprecher liegt bei etwas über 4.000 Euro, der Lautsprecherständer bei knapp 500 Euro. Daneben sehen Sie den Verstärker in einem Rack. Der Verstärker ist ein französisches Gerät, ein Lavardin ESX Reference. Der Verstärker hat ausreichend Leistung, einige Analogeingänge, auf Wunsch fernbedienbare Lautstärke und, wenn Sie das möchten, einen Tape-Out. Das heißt, er ist auf das Wesentliche reduziert, aber das, was er hat, tut er außergewöhnlich gut. Und oben auf dem Rack sehen Sie schon, da steht der Plattenspieler, ein Nottingham En Vogue Space Deck. Das ist ein großes Masselaufwerk mit spitzengelagertem Tonarm, englische Fertigung, Manufakturgeräte, das heißt, die werden in Handarbeit sorgfältig zusammengebaut. Die En Vogue Edition, die Sie hier sehen, ist klanglich deutlich besser als die Basisversion. Ein bisschen teurer, das Gerät liegt ohne Tonabnehmer bei etwa 3.000 Euro, inklusive Antriebsmotor, inklusive Verkabelung des Tonarms, also alles, was Sie brauchen. Da müssen Sie nur noch einen Tonabnehmer hinzufügen. Und was Sie hier sehen, das ist ein DS Audio DSW1, ein Tonabnehmer, der mit Licht abtastet, indirekt. Es gibt zwar noch eine Nadel, die den Nadelträger im Takt der Musik bewegt, aber im Inneren ist es kein Magnetsystem, sondern es ist ein raffiniertes Spiegelsystem, das zusammen mit Leuchtdioden dafür sorgt, dass die Musik in Lichtsignale umgesetzt wird. Und bei diesem DSE1 gibt es auch einen speziellen, wenn Sie so wollen, Phonophore-Verstärker dazu, der aber in diesem Fall auch die Versorgungsspannung für die Lichtsignalaufbereitung des Tonabnehmers bereitstellt. Das ist das kleine silberne Kistchen, was Sie hier für das Video auf dem Verstärker stehend sehen. Normalerweise werden Sie das etwas weiter wegstellen, weil es zu Brummeinstreuungen kommt, wenn der Phonophore-Verstärker zu nah am Transformator des Verstärkers steht. Was können Sie von einer solchen Anlage erwarten? Nun, Sie haben relativ preisintensive, kompakte Lautsprecher. Wenn man nicht wüsste, was hier qualitativ passiert, würde man wahrscheinlich sagen, ach naja, so kleine Lautsprecher für über 4.000 Euro, das ist aber eher was für den Spezialisten. Einspruch, würde ich sagen, Einspruch euer eher nein. Das ist etwas ganz im Gegenteil für Musikliebhaber. Denn bei kompakten Lautsprechern geben sie überproportional viel Geld für Teile aus, die für den Klang wichtig sind, nämlich die Treiber. Dieses Bändchen, den Mitteltieftöner, die sehr aufwendige Frequenzweiche. All das ist im Verhältnis zu einem gleichteuren Standlautsprecher besser, weil das Gehäuse relativ zu einem Standlautsprecher günstiger ist. Entsprechend hochwertig müssen Sie dann auch den Verstärker aussuchen. Und natürlich könnte man auch das kleinere Modell von Lavender hier kombinieren, der auf dem Datenblatt eigentlich die gleichen Werte hat. Günstiger preislich ist, aber klanglich gegenüber dem Reference hörbar abfällt.
Und da denke ich, wenn Sie schon so viel Qualität und Geld investieren in einen Lautsprecher, sollten Sie das auch nutzen. Und entsprechend habe ich Ihnen für diese Anlage eben auch den ESX Reference von Lavada ausgesucht, der bei knapp 4.000 Euro liegt. Hier brauchen Sie auch gute Kabel dazu. Mein Favorit für diese Anlage wäre von Crystal Connect, ein Lautsprecherkabel, das einen großen Vorteil hat. Es, neben dem hervorragenden Klang, es ist sehr klein. Es ist ein kleines Kabel, das aus einer Silber-Gold-Legierung besteht. Ganz raffiniert gebaut. Das Crystal Connect gehört zu einem großen Kabelkonzern und ist, wenn Sie so wollen, die Luxusmarke. Und entsprechend luxuriös ist auch der Klang. Es ist ein sehr schöner, angenehmer Klang, der eine großartige Feinauflösung bietet und eine sehr, sehr schöne räumliche Abbildungstiefe. Zwischen Phonoverstärker und Lavada Vollverstärker habe ich hier auch von Crystal Connect ein Cinch-Kabel ausgesucht, das bei etwa 600 Euro liegt und den klanglichen Charakter der Anlage wunderschön ergänzt. Sparen Sie nicht an solchen Sachen. Bedenken Sie, dass gerade das Zubehör dafür sorgt, dass Sie diese Qualität, in die Sie hier investiert haben in Form von Geräten, dass Sie diese Qualität dann auch nutzen können. Für wen ist nun eine solche Anlage gedacht? Sie haben kompakte Lautsprecher mit dem Vorteil, dass Sie die auch etwas nah an die Wand rücken können, vielleicht nicht direkt an die Wand, aber mit 20, 30, 40 cm Abstand spielen die sehr gut. Sie haben einen erstaunlich guten Bass, einen richtig gehenden Tiefbass, der gerade wenn Sie die Lautsprecher nicht zu weit von der Wand wegstellen, sehr prominent auch einen mittelgroßen Hörraum, also einen Hörraum mit 20, 25 Quadratmeter beschallen kann. Gerade in noch kleineren Räumen, die vielleicht nur 10 oder 15 Quadratmeter groß sind, wirken solche kompakten Lautsprecher optisch viel ansprechender als die Standmodelle. Zugleich haben sie den Vorteil, dass diese kompakten Lautsprecher Eigenschwingungen im tieffrequenten Bereich von gerade kleineren Räumen nicht so extrem anregen und sie im Umkehrschluss dann viel angenehmer einen sehr guten Bass hören, der aber nicht bumsig wird und auch mal recht laut hören können, wenn Sie das mögen und wenn Ihre Nachbarn mitmachen. Das Bändchen sorgt dafür, dass Sie eine extrem gute Auflösung haben, einen sehr weiten, großartigen Klangraum aufspannen können und zugleich auch eine sehr, sehr gute Feindynamik haben. Der Plattenspieler mit dem DS-Audio-System harmoniert ganz hervorragend. Da der Lavada zwar ab Werk auf Wunsch einen eingebauten Phono bieten könnte, den Sie aber bezahlen müssten, haben wir uns hier entschieden, Ihnen eine Kombination vorzustellen, wo der Lavada nur Line-Eingänge hat und der Phono-Verstärker separat steht, in dem Fall eben auch zu dem DS-Audio ohnehin speziell dazugehört. Und was Sie hier erleben, ist ja so eine kleine Revolution. Das DS-Audio in diesem Nottingham spielt hinreißend, großräumig, einen wunderschönen Hochtonbereich, Mitteltonbereich, aber vor allem der Bass ist fast nicht zu schlagen in dieser Preisklasse. Was zu gleichen Teilen Anteil Plattenspieler und Lichttonabnehmer ist. Dieses ganze Hightech-Gebilde ist sehr einfach zu bedienen. Der Verstärker hat einfach nur einen Schalter auf seiner Rückseite, mit dem Sie ihn ein- oder ausschalten. Er hat seine Eingänge, er hat einen Lautstärkeregler, fernbedienbar auf Wunsch, Punkt. Nichts sonst. Der Plattenspieler hat einfach nur einen schweren Teller. Wenn Sie ihn spielen möchten, schubsen Sie den Teller an, dann fängt der Motor an, sich zu drehen. Und der Tonarm hat einen Tonarmlift natürlich, mit dem Sie dann die Nadel absenken können und am Schluss der Schallplatte wieder abheben können. Mehr nicht. Eine Anlage, die Ihnen sicher sehr schnell ans Herz wachsen wird, die viele, viele Jahre und Jahrzehnte auf extrem hohem Niveau spielen wird und Ihnen dabei helfen wird, Musik richtig lieben zu lernen. Ich will Sie warnen, das ist keine Anlage für einfach so mal nebenbei hören. Das können Sie natürlich machen. Aber die wahre Größe dieser Anlage erschließt sich Ihnen erst, wenn Sie in Ruhe sich der Musik hingeben. Und genau dafür ist diese Anlage hervorragend gedacht. Eine ideale Anlage für Ihre kleine
ganz persönliche Musikinsel. Zunächst herzlichen Dank, dass Sie bis hierhin mir gefolgt sind. Im nächsten Teil werde ich Ihnen ein wenig erläutern, warum wir die Anlage so zusammengestellt haben und nicht irgendwie anders. Danke für Ihre Zeit.